dass wir hier einfach mal durchgehen und ich hoffe, wir lösen einfach mal keinen Alarm aus. Ja, okay. And I'll keep it. Ist Twopenny. Bitte, ich habe Familie. Er ist im Tresorraum und betrachtet seine unbezahlbaren Gemälde. So. Dann wollen wir den mal hier kurz in die Ecke bringen. Komm, wenn du glaubst, du seist stark. Hätte so einfach sein können. Oh nein. Jetzt komm schon. Ach. Ja, okay. Damit ist er auf jeden Fall tot. Ich hoffe, ja, wir haben auf jeden Fall Medizin. Ich finde, wir könnten den hier liegen lassen. Ich weiß jetzt noch nicht, was passiert, wenn wir jetzt einfach hier durchgehen. Ich werde es jetzt einfach mal probieren, dass wir hier einfach mal durchgehen. Und ich hoffe, wir lösen einfach mal keinen Alarm aus. Ja, okay. Es wird dann doch mal Alarm ausgelöst. Ist natürlich super, dann da durchzukommen. Das ist ziemlich scheiße. Ja, was verstecken. So, okay, dann haben wir schon mal einen Wachmann wieder getötet. Okay, der kommt jetzt auch hier rein. Oh, der sieht den jetzt wahrscheinlich, ne? Hätte er nicht komplett jetzt hier reinkommen können? Oh, da kommt er. Ja. Komm doch einmal jetzt hier nach vorne, Mann! Naja, so geht's natürlich auch. Und dann tragen wir den ein bisschen weiter hier rein, damit man die halt nicht sofort findet. Ich denke, jetzt könnte es sogar klappen, dass wir hier... den Schalter aktivieren, aber ich weiß jetzt nicht, wo sich hier was geöffnet haben. Ah, da. Okay, komm. Okay, das haben wir jetzt hier erreicht. Einmal kurz ein Scan, ob es hier was gibt. Da hinten gibt es Kisten. Ah, da. Die bösen Minder. Die kriegen jetzt ordentlich was auf die Mütz. So, okay, da unten. Was ist das? Oh. Oh, Mann. Okay, den muss ich eliminieren. Wenn ihr überlebt, habt ihr mehr als genug Zeit.
Zeit, das zu zählen. Klettern wir erstmal hier hin, ne? Ja, Level 6 ist nicht so schlimm. Level 5 glaube ich auch nicht. Die kriege ich eigentlich recht schnell down. Ja, da wäre ein Versteck gewesen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mich wirklich beeilen muss. So, okay, da ist keiner. Und in ein paar Monaten füllt der nächste Raub unsere Taschen wieder auf. Okay. Also das heißt, das ist jetzt wohl auch die beste Taktik, jetzt hier so vorzugehen. Einfach mal hier so ein bisschen anschleichen und alle nacheinander einfach mal zu töten. So. Na, Level 6er sind... Kein Problem für mich. Die sind ganz schnell down. Also hier oben sind jetzt alle... Oh. Aber wenn ich den sofort jetzt hier kriegen würde, das wäre natürlich ziemlich cool. Na, der müsste einfach nur noch hier nach vorne kommen. Und damit war es das dann auch schon. Gucken wir mal. Ja. Sie werden der Bevölkerung von London keinen Schilling mehr stehlen. Diese Tiere verprassen ihr Erspartes. Wir sind die Experten für Investitionen. Nichts würde erbaut oder verbessert werden. Nichts sich aus dem Schlamm erheben, wenn wir nicht die Zukunft formen. Nein, sie erschaffen würden. Sie profitieren mehr, als sie verlieren. Es ist deren Stadt, nicht ihre. Ohne unsere Investitionen gäbe es gar keine Stadt. Hier, für den Fährmann. So, okay, dann haben wir den getötet. Jetzt müssen wir natürlich nur noch das Gebiet hier irgendwie verlassen. Jetzt sind wir hier in der Scheißecke. Und hoffen, dass der hier uns nicht zum Verhängnis wird. Tja, wie machen wir das jetzt? Der wird den nämlich jetzt finden. Oh, das wäre jetzt natürlich die Möglichkeit gewesen. Ja, spielen wir mal ein bisschen hier verstecken. So, ich muss hier noch irgendeine Geheimpassage aufspüren. Wüsste jetzt aber nicht, wo die ist. Wird mir hier leider auch nirgendwo angezeigt. Muss auf jeden Fall irgendwie darüber. Ist das auf der Karte zu sehen? Nee. Auf der Karte ist nicht. Ich könnte jetzt natürlich einfach gucken, ob ich da jetzt durchrennen kann. Und das mache ich jetzt einfach mal. Einfach mal so da durchrennen. Okay, sie haben mich nicht gesehen. Hier bin ich aber in einem Raum, wo ich nicht weiterkomme. So, was ist da vorne? Ja, okay. Da sind diese komischen... Ich weiß nicht, warum sie aufleuchten. Ah, guck mal da. Das Ziel muss ich erreichen. Und kann gleich hier raus. Das, oh, das, boah, das blendet. Get away with that.
Und ganz schnell einfach mal hier so weg. Na, komm. Ich denke einfach nur noch mal hier runter. Und weg geht's. Ein bisschen anonym noch werden. Ja, die Geheimpassage habe ich wohl nicht gefunden. Aber die Mission abgeschlossen. Die Polizei, wir sind gerettet. Verhaftet sie alle. Wegen Diebstahls am Volk von England. Die Bank of England ist geschlossen. Und zwar bis auf Weiteres. Ja, und damit haben wir auf jeden Fall die Mission jetzt hier abgeschlossen. War hinterher doch nicht so schwer. Man muss immer halt so ein bisschen Geduld haben. Unsere Währung ist eine Lachnummer. Die Inflation außer Kontrolle. Two Penny, brutal ermordet. Und das Parlament unternimmt nichts. Das Gesetz wird abgelehnt werden, Sir. Die Witzfigur Disraeli ist so gut wie erledigt. Es ist alles arrangiert, bei meiner Ehre. Ihre Ehre hat wenig Gewicht. Was erlauben Sie sich? Die Armen in dieser Stadt litten lange genug. Ich bewilligte heute eine beträchtliche Lohnerhöhung, um der Inflation zu begegnen. Was? Ich würde ganz London versorgen, wenn ich könnte. Während Sie in Ihrem Club sitzen und Versprechen machen, die Ihre feine Ehre nicht bezahlen kann. Das Vermögen Ihrer Familie... Ich frage mich, was Sie bieten würden, um Ihren Namen aus der Zeitung zu halten. Etwa dasselbe, was Disraeli bieten würde? Für Ihren Kopf, schätze ich. Doch seien wir großzügig. Warum sollten wir uns auf eine Sache beschränken, wenn wir alles haben können? Was sagen Sie, Sir? Soll ich kassieren kommen? Genug Zeit verschwendet! In den Hallen des Parlaments muss regiert werden können. Klar? Verstanden? Sie finden selbst hinaus. So, und damit hätten wir jetzt auch die Sequenz 6 schon abgeschlossen. Also haben wir hier nur noch Sequenz 7, Sequenz 8. Nur noch zwei Sequenzen, dann wären wir auch schon mit dem Spiel durch. Was jetzt gerade passiert ist... Naja, ich hätte gedacht, es geht anders aus. Zwar wieder eine sehr coole Video-Animation, aber ich dachte, er würde jetzt, naja, zumindest den Kopf oder halt... seine Eier verlieren. Aber ist halt nicht passiert. Es gab halt nur so ein paar Drohungen. Und dann wollen wir auch gleich mal in Sequenz 7 einsteigen. In der Politik ist alles erlaubt und wir fangen einfach mal an. Werter Mr. Starek, Männer angeheuert, schlagen morgen zu. Disraelis Tod wird das Antikorruptionsgesetz auf Eis legen. Gladstone wird viel umgänglicher sein. Möge der Vater etc. etc. B. Starek hat seine Finger also auch in der Politik. Ich muss in den Sinopian Club und herausfinden, wer B ist. Verhalte dich einmal diplomatisch. Aber das bin ich doch immer. Deine Indiskretion bei der Bank of England hat beinahe zum Kollaps der Währung geführt. Beinahe ist das entscheidende Wort. Apropos Kollaps, was ist mit deinem Schlüssel, der in kein Schlüsselloch passen will? Henry hat ihn und forscht weiter. Ich bin sicher, dass das Gewölbe uns gehört. Beinahe uns gehört, Evie. Beinahe.